In Dissidia Final Fantasy NT treten knapp 30 Helden und Schurken aus 30 Jahren Final Fantasy gegeneinander an, um sich einzeln oder in Dreierteams die Fresse zu polieren. Das ist dank mächtiger Beschwörung ein echtes Effektspektakel. Aufgrund der konfusen Kamera und wirren Bildschirmanzeigen, aber auch ziemlich unübersichtlich. Der Story-Modus kaschiert nur bedingt den schmalen Umfang der Prügelei und wird zusätzlich in die Länge gezogen, weil Zwischensequenzen erst durch in andere Modi erspielte Ingame-Währung freigeschaltet werden müssen. In geselliger Runde macht die pfeilschnelle und leicht taktische Action jedoch Spaß. Den Machern von Dragon Ball FighterZ gelingt ein irres Kunststück. Ihr Spiel sieht besser aus als ein waschechter Anime. Aber nicht nur die Grafik lässt staunen. Die knallbunte, mit Effekten geradezu überladene Prügelei ist trotz gewaltiger Spezialmanöver erstaunlich zugänglich. Hinzu kommen fein abgestimmte Mechaniken, ein unterhaltsamer Story-Modus und unzählige Anspielungen auf die TV-Serie. UFC 3 von EA setzt neben einer beinharten Simulation des Käfigkampfs vor allem auf seinen überarbeiteten Karrieremodus. Der orientiert sich ein wenig an den großen Vorbildern im EA-Sportlerlager und überlässt es dem Spieler, ob er mit seinem digitalen Konterfight zwischen zwei Fights lieber trainieren oder twittern will. Das Ganze ist nettes Beiwerk. Entscheidend ist jedoch das Geschehen im Ring. Und das ist authentischer denn je. Angefangen bei den lebensechten Animationen über die Atmosphäre in der Halle bis hin zu den sichtbaren Blessuren, die die Schläge und Tritte verursachen. Überarbeitet wurde auch das Kampfsystem, das jetzt deutlich taktischer als noch im Vorgänger ist, aber noch mit ein paar Balancing-Problemen zu kämpfen hat.